wie vor ein Wahnsinnsproblem. Was ist jetzt los? Ich wollte das aufnehmen. Ach so. Mit der Mikrowelle. Der kann, wenn was in der Mikrowelle warm gemacht wird, hat er ein tolles Problem. So, und dann hast du Folophile nichts verstanden. Das ist aber, du hast ein kollektives Programm. Das ist immer das Schöne, wenn ich sage, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber in dem Moment, pass auf, wir machen das Beispiel mit Gesund und Krankheit. Das ist jetzt nämlich sehr wichtig. Ich versuche jetzt mal langsam zu reden. Wir haben ja vier Seiten. Pass auf, wenn du jetzt zum Beispiel die Brille, jetzt machen wir wieder die Brille. Wir bauen jetzt einmal auf. Du wirst merken, wie tief das geht. Und dann sage ich jetzt auch zuerst einmal auf, du hast die Brille auf oder du hast sie nicht auf. Ja. Eins davon ist da und das andere versetzt du zeitlich nach vorher, beziehungsweise du sagst, ich werde es wieder aufsetzen. Sobald du aber zwei Seiten siehst, das habe ich so oft gesagt, sind nochmal zwei Seiten da. Weil wir immer im Hintergrund nochmal ein Dia haben. Du siehst eine Seite, ich habe die Brille auf, ist im selben Moment, ich habe die Brille nicht auf, aber du meinst, es war vorher. Ja. Das ist ja, du siehst ja nur, ich habe die Brille auf. Dass diese Nicht-Auf-Seite mit dabei ist, das ist ja eine Erklärung von mir. In deinem normalen Denken ist für dich nach wie vor, ich habe bloß die Brille auf, ich habe sie vorher nicht aufgehabt. Jetzt musst du zuerst einmal installiert haben, dass dir bewusst ist, dass du das jetzt denkst. Das heißt, wie ich immer mache, du hast ein Bild und da schiebt sich jetzt ein Bild davor. Das ist diese Welle, die wir jetzt so haben, im Spiegeltunnel. Und immer das im Hintergrund ist, meinst du, das war zeitlich vorher, obwohl es jetzt gedacht wird. Okay, das ist verstanden, ich hoffe es. Und jetzt machen wir die vier Seiten. Das ist mein One-Night-Stand-Beispiel. Pass auf, ich nenne das einfach einmal, zuerst einmal, du siehst was, kannst du was sehen, obwohl du das nicht siehst? Kann ich was nicht sehen, obwohl ich sehe? Ja, in beiden Fällen. Du kannst etwas sehen, obwohl du das nicht siehst. Und zwar schlichtweg und einfach, wenn du jetzt an Atome denkst oder an Wassermoleküle. Dann siehst du etwas, was du eigentlich gar nicht siehst. Du schaust ein logisches Konstrukt an, das nur da ist, weil du es anschaust, das aber normalerweise und sehen, müssen wir jetzt sagen, sehe ich das im Geist oder sehe ich es auf der VR-Brille? Wir haben mal zwei Orten zu sehen. Du kannst was sehen, was du eigentlich auf der VR-Brille gar nicht, also sinnlich wahrgenommen gar nicht sehen kannst, das heliozentrische Weltbild zum Beispiel. Du kannst das heliozentrische Weltbild sehen, obwohl du das heliozentrische Weltbild sinnlich wahrgenommen gar nicht sehen kannst. Jetzt drehen wir das rum. Kann ich etwas nicht sehen, obwohl ich das sehe? Wie sieht das jetzt aus? Kann ich etwas nicht sehen, obwohl ich es sehe? Jetzt denk mal an deine Kloschüssel. Genau. Die geht noch in einer Perspektive. Aber jetzt pass auf, jetzt ist das Beispiel, jetzt denk an deine Küche, ich gehe in die Küche. Dann siehst du eigentlich was, obwohl du gar nichts siehst. Ja. Jetzt zum Beispiel hast du eine Tasse, wo kein Henkel da ist. Du siehst die Tasse eigentlich gar nicht. Du siehst bloß ein Bild aus der Tasse. Das sind jetzt, wenn du das einmal wirklich durchdenkst, ist es definitiv so, dass wenn ich jetzt meine, ich sage, ich gehe in den Keller, dann ist in dem Moment der Keller da, wo du überhaupt nichts siehst. Ja. Das heißt, du kannst durchaus was sehen. Ich nenne das einmal denken, weil du siehst ja immer nur deine Informationen. Du siehst Informationen, obwohl überhaupt keine sichtbaren Informationen da sind. Das ist das Chatdenken. Das ist in den meisten Sachen funktioniert es ja so, das ist dir noch nie bewusst gewesen. Ich mache ein anderes Beispiel mit den vier Seiten. Das steckt eigentlich schon drin. Kannst du eigentlich schlafen, obwohl du wach bist? Kannst du wach sein, obwohl du schläfst? Schlafen und wach sein sind zwei Seiten. Da wirst du feststellen, dass du hier von diesen zwei Seiten immer nur das Gefühl hast, ich bin wach. Die Seite des Schlafens meinst du dann wieder vorher. Es geht aber eigentlich nie, dass du sagst, ich schlafe jetzt. Das ist ein totaler Mangel in dem materialistischen Denken. Und jetzt machen wir diesen alten Spruch von Lao Tse. Den habe ich irgendwo in den Ohrenbarungen. Ich denke mir jetzt wieder einen Lao Tse aus und den spreche ich das zu. Das ist das Schöne, du musst begriffen haben, egal wen du dir ausdenkst. Er existiert erst, wenn du ihn denkst. Und er wird das gedacht, erfunden haben oder jetzt tun, was du glaubst, dass er tut. Wenn du jetzt weißt, dass du jetzt schläfst und träumst, dann bist du wach. Wenn du jetzt glaubst, wach zu sein, dann schläfst du. Aber jetzt kommen die vier Seiten. Ist dir das bewusst oder nicht bewusst?
Die Möglichkeit eines Geistes, etwas wahrzunehmen, funktioniert nur, wenn er träumt. Das heißt, um träumen zu können, muss ein Bewusstsein da sein, das seine Informationen anschaut. Das heißt, in dem Moment, wo ein Traum beginnt, beginnt ein Bewusstwerdungsprozess. Und zwar die Bewusstwerdung für die Informationen, die sich ständig in dir wechseln, aber nicht das Bewusstsein für dich selber. Drum ist der normale Mensch, der sich mit einem Gedanken von sich verwechselt, ist unbewusst. Der jetzt weiß, dass er nur seine ständigen wechselnden Informationen anschaut, der ist bewusst. Was ist ein Träumer ohne einen Traum? Ein Nichts. Jetzt denken wir uns natürlich dann aus, ein Geist, der nicht träumt, aber das sind ja schon alles Informationen. Du musst auf der höheren Ebene, kommst du ja jetzt selber ins Spiel. Kannst du folgen? Wir reden übrigens von hundertprozentig sicheren Tatsachen, Heiko. Darum ist es so, ich kann durchaus etwas sehen, obwohl ich das nicht sehe. Und jetzt müssen wir das Sehen schon mal wissen, sehe ich es feinstofflich oder sehe ich es sinnlich wahrgenommen. Beides sind Informationen. Denk an die vier Stufen der Vergessenheit. Und wenn du das durchspitzt, wird dir irgendwann einmal bewusst, wie extrem du dich selbst manipulierst. Dass ich nochmal sage, wenn ich jetzt ein Märchenbuch in der Hand habe, mache ich mir Gedanken darüber, beginnt das Wissen zu existieren, dass all diese Figuren, die ganze Geschichte, dass ich mir aufgrund dieser Worte, dieser Datei ausdenke, dass das wirklich nur deshalb ist, weil ich es denke. Dass für diese Dinge kein Vorher und Nachher gibt. Dass es ein reines Spiel ist, entstehend aus Worten. In dem Moment, wo ich einen Zeichentrickfilm mir anschaue, wir bleiben wieder, der Schlechter hinein ins Gesicht, kann ich jetzt beim Zeichentrickfilm, wenn du hier einen Disney-Film anschaust, hast du die komplette Palette der Emotionen, die sind sehr emotional. Magst du dir jetzt Gedanken, was sehe ich jetzt eigentlich? Das heißt, dann beginnt ja erst dieses Bewusstsein zu existieren, weil normalerweise, ob du dir jetzt einen Zeichentrickfilm anschaust oder einen Realfilm anschaust, von der Geschichte her magst du eigentlich gar keinen Unterschied, wenn du dich in die Geschichte einklingst. Du musst dir erst wieder bewusst machen, dass das Zeichentrickfiguren sind. Ja. Verstehst du das? Das ist die Sache mit dem Schwarz-Weiß-Film. Kriegst du eigentlich, wenn du einen Schwarz-Weiß-Film, einen guten Schwarz-Weiß-Film anschaust, kriegst du eigentlich mit, dass der die ganze Zeit bloß schwarz-weiß ist? Wenn du nicht an Schwarz-Weiß denkst, existiert es genauso wenig, wie deine Windschutzscheibe existiert, wenn du mit dem Auto fährst. Die meiste Zeit nicht. Weil immer nur das existiert, was du siehst. Und du kannst dir immer die darunterliegenden Schichten bewusst machen. Das kannst du austauschen. Und diese Hartnäckigkeit zu glauben, dass die Sachen trotzdem existieren sind, obwohl du sie nicht siehst, obwohl sie in deinem Kopf gar nicht auftauchen. Das ist materialistischer Schwachsinn. Das ist eine komplette Loslösung. Das ist der Weg in die Freiheit. Und das ist ein Weg, den kann nur der gehen, der etwas erlebt. Das heißt, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Und das ist nicht der vor dem Computer sitzt. Weil der ja auch nur dann existiert, wenn du an ihn denkst. Drum ist diese Buchmetapher, wenn du einen spannenden Roman liest, dann nimmst du den in die Hand als Figur, du schlägst die auf, das ist alles sinnlich wahrgenommen, eventuell, wenn du dran denkst. Und wenn die Geschichte spannend ist, das ist wie wenn du zum Träumen anfängst. Es löst sich dein Zimmer auf, es löst sich das Buch auf. Wenn du beschwören würdest, dass du nach 100 Seiten, wenn dann das Telefon klingelt, mein Beispiel, dass du 100 Mal umgebracht religiös. Das ist so eine Sache, wo du gleich, wenn du resonierst, hängt das jetzt von deinem Programm ab. Das ist jetzt eine Sache, die ist ja auch gesprochen, weil das, was du jetzt machst, du hörst jetzt dieses Video, egal wie du zu sein darfst. Du hörst jetzt dieses Video, das ist hundertprozentig sicher. Und das Video hört nicht die Ohren von dem Größen, der vom Computer sitzt und nicht das Gehirn. Das ist eine Sache, das ist deine Identifikation mit der. Du filterst diese Worte. Das heißt, wenn du die Reife nicht hast, wirst du auf das Video erst gar nicht draufklicken. Wenn du unreif bist, wo du schon viel für Holoping interessierst, weil es zwar viele Sachen, die doch logisch erscheinen, aber die sind nicht installiert, dann lebt da einfach dein erlebter Alltag in ständig Bildern, wird dir ständig das Gegenteil beweisen.
Ich habe jetzt heute zum Beispiel festgestellt mit dem Udo-Programm, obwohl wir hier gerade einige Sachen installiert haben und dreimal oder was das Internet ausgefallen ist, während ich mit Heigo als Brüssel-Udo, das ist jetzt ein Gedanke, ich mache jetzt eine Vergangenheit, dass ich vollkommen ruhig war, dass mir das scheißegal war, dass das Internet abgerissen ist. Das ist jetzt, merkst du, jetzt ist was installiert. Ich muss Metaphern nehmen in Bildern, alles dieser Satz. Ich versuche dir was zu erklären, was durch jedes Wort, das du jetzt hörst, zerstört wird. Ich versuche dir zu erklären, was das ewig heilige Ganze ist. Ich kriege es noch präziser aus, was du selbst bist. Zumindest wenn du ich bist. Und es erlebt sich eben durch ständig, der immer ist, erlebt sich durch ständig wechselnde Bilder. Und jetzt ist die Schwierigkeit, jetzt muss ich wieder auf die Basic zurück, du bist nur Basic-Programm. Ich habe übrigens unseren Anfang nicht vergessen hier mit, wie weit ist das beim Spielen, wenn ich Schauspieler mit Verstehen. Du hast ein Kollektivprogramm. Und durch Wünsche, das ist jetzt die Sache mit der Mikrowelle. Oder jetzt bei der Diana, wo wir gesagt haben hier, die ist eine Granate vom reinen intellektuellen Wissen mit Holofeeling. Auch in Filmfällen gelebt, aber da ist jetzt ein springender Punkt, das ist die Höhenangst. Und sie sagt, obwohl ich im tiefsten Innern felsenfest weiß, dass alles nur in meinem Kopf ist, dass das ständig wechselnde Informationen sind. Es ist eine Scheißangst, taucht in mir auf, ich kann es doch nur beobachten, wenn ich in die Gondel reingehe. Das ist wie wenn ich sage, ich weiß doch, dass das alles Pipifax ist und ich kriege trotzdem einen Schweißausbruch, wenn das Internet abreißt. Jetzt. Vorher. Und ich muss alles, wenn ich als Udo jetzt in dir als Brüssel auftauche, bin ich nur Figur in einem Traum. Erzeugen tust du das für dich selber. Mit du meine ich jetzt dieses Ich bin du. Ich bin der, der jetzt dieses Gespräch erlebt. Ohne Personifizierung. Und in dem Moment, wo ich an mich denke, bin ich irgendeine bestimmte Person, die jetzt vor dem Computer sitzt und diese Person ist mit einem ganz klaren Programm, mit einem Konstruktwerte, mit einem blauen Ich, mit einem Konstruktwerte- und Interpretationsprogramm verbunden und da filterst du alles raus. Das heißt, wenn dieses Gespräch jetzt, ich mache mal verschiedene Programme, wenn jetzt das ein Redo hört, der hört ganz andere Sachen. Das Redo-Programm ist da wesentlich, nimmt das ganz anders auf. Wir können jetzt einmal Zeit dazu machen. Ein Heigo vor 10 Jahren, wenn der dieses Gespräch hören würde, würde nicht annähernd so viel mitbekommen wie jetzt. Du kriegst es ja selber mit, wenn du sagst, du spitzt ja laufend mich selber ein. Das war jetzt heute Morgen, bevor du die Aufnahme eingeschaltet hast, wo du sagst, wieso machst du das eigentlich? Ich sehe laufen mich mit dem blöden Udo, was er dann laufen macht mit den Fragen. Ja, weil ich versuche ja, ich bin doch du auch auf der unteren Ebene, versuche ich das dir vorzumachen. Darum sage ich, die besten Lehrer sind die Figuren in einem Traum, die Scheiße bauen, die zeigen dir nämlich, wie man es nicht macht. Und das Kollektivprogramm ist, dass Wünsche so trügerisch sind. Ich will ja wieder gesund sein. Das habe ich so oft wiederholt, Heiko. Ich will ja gesund sein heißt, es taucht in dir eine Information auf, der Wunsch, gesund sein zu wollen. Die Ursache ist der Glaube, dass du jetzt krank bist. Würdest du jetzt nicht glauben, krank zu sein? Das ist etwas, was du übrigens beschwören kannst. Ich merke doch, dass ich jetzt Zahnschmerzen habe. Du hast ja gar nicht die Zahnschmerzen. Der Zahn, den du dir ausdenkst, der hat keine Schmerzen. Ich kann immer wieder sagen, installiere zuerst einmal, dass nichts, was in dir auftaucht, nichts, was existieren kann, was existiert, Entschuldigung, so rum, kann in irgendeiner Form anders sein, wie du dir das denkst. In dem Moment, wo du an einen Menschen denkst, entsteht dieser Mensch in dir. Ob wir das jetzt Gedanke nennen, ob wir das Information nennen oder Mensch nennen, spielt dabei keine Rolle. Es ist eine Information. Eine ganz bestimmte Information, die zu existieren anfängt. Ob ich jetzt an eine Stecknadel denke oder ich denke an den Redo. Haben wir übrigens jetzt dabei was gedacht, wenn du das hebräisierst. NDL heißt nämlich Tausendfüßler. Tausend ist wieder Elef. Und Fuß ist Regel auf Hebräisch. Der lebt mit tausenden verschiedenen Regeln. Und das ist SD-Eck-Nadel. Tausendfüßler.
Merkst du, es ist jede, wenn ich noch jedes Wort, das ich ausspreche, ist ein 400-Seiten-Buch, ist eine Verniedlichung von dem, was wirklich da ist. Das ist einmal ganz wichtig, dass das klar ist, dass da nichts und niemand leiden kann. Das macht, gibt dir eine unendliche Freiheit. Dich bremst ja Mitleid und Ängste bremsen dich ja so unendlich aus, die machen den Prozessor so langsam. Ja. Ist logisch, ne? Und diese ganzen Und Sicherheitssoftware. jetzt ist es ganz wichtig, dass du dir zuerst einmal bewusst machen sollst, was du glaubst. Ich sage immer, mach dir bewusst, was du glaubst. Das heißt, du schaust zuerst einmal, was in den ständigen Wechsel ist. Die Sache, diese kleine Sache mit der Türklinke. Okay. Kennt man übrigens auch wieder hebräisieren. Das ist wie meine rote Gnede. Die Worte, die ich ausspreche, mein Barbie-Puppen-Beispiel. Das habe ich so oft erzählt früher. Da weise ich immer darauf hin. Bar heißt ja das Äußere, unter anderem. Bi heißt in mir. Barbie heißt das Äußere ist in mir. Wie heißt der männliche Teil von der Barbie? Ken. Ken ist das Fundament, die Basis. Die ist natürlich jetzt eine ausgedachte Basis. Und unter ist ja die Welle, die kreist. Das ist Barbie. Das Äußere ist in mir, in der Nulllinie. Das ist übrigens, das Ganze kommt von Mattel. Matt. MD ist eine gestaltgewordene Erscheinung. Das ist das hebräische Wort für Tod. So viele auch sterben, es die raumzeitliche Spiegelungen erben. Und Tell heißt ein Trümmerhaufen. Ein künstlich aufgeschmissener Erdhügel genau genommen. Eine Ruine. Also nichts, was durch Eruptionen entstanden ist, sondern durch menschliche Einwirkung. Und das ist das Äußere, ist in mir und das ist das Fundament und das kommt von Matt Tell. Weil hier so viele künstlich aufgeschmissene Gedankenwellen da sind. Und die Erdhügel, Hügel wieder, HGL sind Wellen. Erd ist er, das heißt erweckte Öffnungen, RD. RD alleine heißt übrigens hinabsteigen, das ist das Wellental und dann kommt der Hügel. Das ist reine, wirklich, es ist genauso präzise wie eine Computerprogrammsprache. Deutsch Ivri. Könnt jetzt Tausende, Hunderttausende von Beispielen machen. Das ist ein Geschenk, wo du kriegst mit Holofeeling. Und dich muss die Technik nicht interessieren. Das ist wie wenn ich jetzt ein Kind erst einmal einen Computer zum Spielen für die Schule gibt. Das muss nicht programmieren oder Hardware-Elektronik lernen. Benutzt die Oberfläche. Was weh du da am Anfang ist, weil dann willst du deine Mitmenschen, deine Freunde damit beglücken, aber das wissen wir so, ich lass es. Du wirst nicht mehr müde zu erzählen, wenn du, sollte einer in dir auftauchen, der sich dafür interessiert. Aber das Spiel spielst du alleine. Das ist meine Weihnachtsbotschaft. Es ist für dich, das ist für dich, der du mich jetzt ausdenkst. Darum bin ich in dir. Ich bin nur in dir auftaucht. Du wirst ja wohl nicht glauben, dass ich jetzt in dem Pixelmännchen Heiko aufgetaucht bin. Oder lebst du noch in dem Wahn, dass du meinst, ich bin das Pixelmännchen Udo? Das sind bloß Gedanken von dir. Wir reden jetzt vom roten JCH zum roten ICH. Und zu dem sage ich, ich bin du. Und ich, JCH, denke mich jetzt dich aus, ich denke an ein Nichts, weil das rot ist. Und du als ICH denkst dich jetzt erst einmal als Mensch, das ist dein blaues Ich und damit hängst du in dem Programm. Die Stufungen muss man immer wieder durchgehen. Einmal reden, diese kleine Kette der. Und das ist Ketten ist ein Lichtquintessenz. Und du musst die kleinen Facetten wie in Ketten. So sind die Beispiele. Diese Zwischenprogramme hast du die nicht auseinandergesetzt. Und du weißt, du bist ganz an der Oberfläche. Früher als unbemannt programmieren, ich dachte, ich bin jetzt Windows bezogen. Bin ich nur ein Interessierter. Machen kann, der nicht interessiert ist. Was ich nicht gemacht habe, dass ich angefangen habe, in der Registrierung zu rudern. Und das ist schon der. Wenn dann was sagt,
die das beruflich machen, dass die nur rumprobieren, wenn du keine Ahnung hast, meinst du natürlich, der macht das. Und ich habe gesehen, die haben dürfen, die sind nur rumprobieren. Der weiß, was er macht. Kennst du das Gefühl, Heiko? Manche Computermenschen, wenn du zuschaust, weißt du, wenn du keine Ahnung hast, du bist nicht dran. Aber wenn du eine grundlegende Ahnung hast, dann merkst du sofort, wenn man eine Ahnung hat oder mehr Ahnung hat wie du. Ich habe zum Beispiel morgen im Krankenhaus, da kommt jemand und sagt, das kann man nicht machen, das geht nicht. Dann soll ich drück doch einfach die Tasten pushen und dann läuft es wieder doch drauf. Also du, die sind Angst, die reparieren die Computer, sag ich, wie kann der sagen, das geht nicht? Das sind dann Fragezeichen, auf wo du sagst, können die eigentlich ein eigenes Wissen haben? Wenn du dir die ausdenkst und du setzt es voraus, muss es nicht unbedingt so sein, weil du kannst ja nicht ein Wissen in jemanden reindenken, wo du selber kein Wissen hast. Pass auf, Heiko, ich mache mal einen alten Auszug in irgendeiner Offenbarung. Ich weiß jetzt nicht, in welcher. Da sage ich, du musst, um die fachliche Qualität von jemandem zu beurteilen, musst du ja von diesem Fachgebiet eine gewisse Ahnung haben. Okay? Wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich gesagt, wenn ich jetzt irgendein Automechaniker bin und ich unterhalte mich mit einem anderen Automechaniker, bisschen ins Detail gehend, dann merke ich sofort, ob der als Automechaniker Ahnung hat oder Elektroniker. Programmierer, kann man jedes Fachgebiet nennen. Wenn man so ein Fachgespräch macht, merke ich sofort, ob mein Gegenüber in dem Gespräch, ob der von meinem Fachgebiet Ahnung hat. Ich merke auch sehr schnell, ob der vielleicht sogar mehr Ahnung hat wie ich. Das merkt man in dem Gespräch. Das muss ich aber den gar nicht merken lassen, dass ich das merke, dass er mehr Ahnung hat wie ich. Weißt du, ich kann immer, wenn er was sagt, einfach bloß nicken, dann meint er, ich weiß es auch. Aber ich merke dann, dass der Sachen raushaut, die ich eigentlich vielleicht einmal ganz dumpf gehört habe, aber mich noch nicht so richtig informiert habe darüber. Aber ich merke auch sofort, wenn einer gar keine Ahnung hat von meinem Fachgebiet. Das heißt, einer, der von einem Fachgebiet überhaupt keine Ahnung hat, kann gar nicht bewerten, ob irgendeiner, der als Fachmann auftritt, eine Ahnung hat. Das heißt, die Marion, da kommt einer von der Ideeabteilung und die fragt ihm was und der sagt, das geht nicht. Dann muss die das akzeptieren, weil der Fachmann das sagt. Dann erzählt sie mir das und habe ich gesagt, drück doch einmal einfach diese Tasten. Sie kommen nicht, das geht doch, das ist super, was du mir gesagt hast. Okay, worauf ich jetzt hinaus will, Heiko, und jetzt kommt eine tiefe Weisheit. Du hast Dogmen, wenn du ein Herr Doktor kommt, zum Beispiel Medizin, dann wirst du ein unterwürfiger Hund, weil alles, was der Doktor sagt, dann kommst du in dieses, ich muss doch meine Tabletten nehmen. Dass der genauso ein vollgesogener Schwamm ist an der Universität, der im medizinischen Bereich selbst innerhalb dieser normalen Logik drin hängt. Das muss nicht unbedingt jetzt falsch sein. Der Lesch zum Beispiel, alles, was unser Professor Lesch sagt, ist ja in Bezug auf das ihn einprogrammierte Wissen hundertprozentig richtig. Aber nicht in Bezug auf das Ganze. Weil es war zu allen Zeiten, die wir uns denken, wo die Menschen geglaubt haben, dass die Welt der Scheibe ist, war das nämlich richtig zu der Zeit. In Bezug auf das gelernte Wissen, aber nicht in Bezug auf das, was noch alles möglich ist. Ist es definitiv so, dass ich mich unterwerfe und dann zwangsläufig, ich sage immer, du bist ein billiges Abziehbildchen von den Glaubenssystemen, denen du dich unterwerfst oder die du nachplapperst. Das heißt, wie viel Ahnung kann eigentlich einer haben, aufgrund dessen, dass einer, der von dem Fachgebiet überhaupt keine Ahnung hat, einfach nur sagt, der hat eine Ahnung und alles, was der sagt, ist richtig. Und jetzt ist es doch so, jeder, der etwas nicht weiß, geht ins Internet und informiert sich. Aber jetzt kommt dieser Satz vom Udo, egal welche Internetseite du mir jetzt zeigst, wo du dich informierst, die du jetzt in deinem Kopf verwirklichst durch deinen Glauben. Ich zeige dir 1000 Internetseiten, wo zum selben Thema was ganz was anderes drinsteht oder zumindest das Gegenteil. Kein Problem. Ich zeige dir Seiten, wo der Putin der absolut Beste der Welt ist und ich zeige dir Seiten, wo der Trump der absolut Beste der Welt ist. Und ich zeige dir Zeichen, wo der Putin der Satan ist oder der Trump der Satan ist. Das ist das Problem der Tasse. Wenn du die Tasse wirklich einmal verstanden hast, es erfordert eine allumfassende Toleranz für jede Meinung, für jede Sichtweise. Egal, was einer behauptet,
Mit den seiner Logik ist es richtig. Aber jede einseitige Vorstellung von richtig ist fehlerhaft. Da sind wir doch so oft drauf eingegangen. Und du musst dir diese ganzen Sichtweisen zu eigen machen. Dann erhebst du dich über die Tasse, wie ich das nenne. Ich sage immer, Holofeeling ist ein Computer, in den alle die Probleme, die wir jetzt da unten haben, gibt es bei Holofeeling nicht. Da kannst du jedes Programm und jedes Ding sofort öffnen und es läuft. Aber natürlich in der Reduzierung. Basic kann nur Basic und DOS kann nur DOS. Also das, was dann letztendlich am Bildschirm auftaucht, und dasselbe ist mit den Perspektiven. Dieses, was ist das verbindende Parameter? Dieses tausendfach wiederholte, es ist in dir nicht installiert. Was hat das Känguru in Australien? Ich mache immer extra dasselbe Beispiel, dass du vielleicht einmal mitkriegst, wie oft ich das schon gesagt habe. Und wenn du jetzt in dein Buch zurückblätterst und du bist der Heiko, du weißt, wie erahnbar, wie oft du das schon gehört hast. Weißt du, wie viele tausende Male ich als Udo in anderen Köpfen auftauche mit anderen Programmen und das nochmal gesagt habe? Erzähl mir bitte nichts von Geduld. Das übersteigt die Geduld, die ich als Brösel Udo jetzt, natürlich, der Brösel Udo ist ja nur eine Figur, wo immer in verschiedenen Träumen auftaucht. Das übersteigt dein Vorstellungsvermögen, glaube es mir. Und das habe ich jetzt nicht zum Heiko gesagt, sondern zu dem, der mich ausdenkt. Was ist das verbindende Parameter für all die Informationen, die du zu sehen bekommst, egal was du denkst? Du selber. Du selbst rot geschrieben und du bist auch die Quelle für das ganze Zeug, das in dir auftaucht. Das ist jetzt keine Frage des Glaubens, das ist das, was du sofort überprüfen kannst. Denk an Schmetterlinge. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Denk an Holzkohle. Holzkohle. Wo war die ganze Zeit? Jetzt denken wir unsere Erdscheibe. Geozentrisches Weltbild. Heliozentrisches Weltbild. Ich habe da in einem der letzten Selbstgespräche, glaube ich, gesagt, geh mal ins Internet und schau, wie viele Weltbilder es noch gibt, wenn du wirklich lange genug suchst. Oder Farbsysteme. Es gibt nicht bloß das Newtonsche und das Gödel-Farbensystem. Da wirst du merken, bist du sehr schnell bei über 40 verschiedenen Farbensystemen, wenn du lange genug suchst. Und jeder, der sich so ein Ding die Mühe gemacht hat, eine Internetseite aufzubauen oder vielleicht hier in alten Büchern zu wühlen, wo er auf verschiedene Farbsysteme von irgendjemandem gestoßen ist, die beginnen dann zu existieren. Aber das all das Zeug ist auch dann da, wenn du es nicht denkst. Aber rot geschrieben, es ist im Zentrum. Und es ist ein Riesenschritt in die Freiheit, wenn man irgendwann einmal versteht, es dreht sich eigentlich alles bloß um mich. Selbst wenn du ein träumender Geist bist. Drum lass dich verwandeln, lass dich von mir verwandeln. Ich mache es nicht, wenn du dich dagegen wehrst. Und dann doch wieder irgendwie am Ende, wo ich sage, nein, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und es ist sehr hilfreich, wenn man begreift, dass existierende Dinge nicht für die Ewigkeit geschaffen sind. Die werden schon zerstört mit dem nächsten Gedanken. Sofort überprüfbar von jedem Kind. Das ist ja das Schöne, man braucht für die Grundlagen von Holofeeling kein großes intellektuelles Wissen. Und man hört auf, sich irgendwann einmal zu entmündigen. Du wirst nicht frei werden, wenn du irgendwen oder was nachplapperst. Es gibt natürlich immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das sage ich, selbst Gott ist nicht allmächtig. Er kann nicht machen, dass er nicht mehr Gott ist. Dann sage ich immer wieder, solange du was Besonderes sein willst auf der Brisel-Ebene, wirst du nie begreifen, was es heißt, alles zu sein. Das geht ja schon los, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Weil der Mensch, der du bist, hat diese ganze Palette vom Säugling bis zum Greis. Jetzt einmal normal mit deiner Logik vorgestellt. Und du kannst nicht sagen, der Körper bin ich und die anderen bin ich nicht. Jetzt kommt das kann man mit dem Trick Zeitdenken, zeitlichen, chronologischen Denken. Der Körper bin ich jetzt, die anderen Körper war ich einmal, die anderen Körper denkst du jetzt. Die denkst du dir genauso wie den jetzigen Körper. Da muss man dieses oft zitierte, sinnlich wahrgenommene Informationen sind nur unmittelbar hier und jetzt möglich. Es gibt in einer gedachten Vergangenheit keine sinnliche Wahrnehmung und auch in keiner gedachten Zukunft, weil es kann nur hier und jetzt etwas auf deiner Vorabrille sein. Das ist eine sinnlich wahrgenommene visuelle Information, ist das auf der Vorabrille. Und das kannst du nur jetzt anschauen. Aber im feinstofflichen Bereich kannst du jetzt was denken und du kannst dir das woanders hindenken.
Bist du dabei? Ja. Das mein Beispiel ist immer, es ist unmöglich, dass du heute Abend, jetzt denkst du dir was in die Zukunft, in dein Bett steigst. Du kannst jetzt, weil du dir das jetzt räumlich, dein Schlafzimmer woanders hindenkst und zeitlich das nach heute Abend setzt, kannst du es jetzt feinstofflich denken, auf die Farbe. Kannst du das immer nur jetzt holen, weil alles jetzt ist. Das heißt, Realität existiert immer, das, was mir Realität, materialistisch, sinnlich wahrgenommene visuelle Information, wir bleiben aber nur im Sehen, das gilt aber für jegliche Form von sinnlicher Wahrnehmung, kann nur jetzt existieren. Das heißt, wenn du dann letztendlich sinnlich wahrgenommen, dass du deinen Körper spürst, dich in das Bett, die Matratze spürst, dann muss das Bett hier sein und es muss jetzt passieren. Sobald du dir das räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, kann es nur feinstoffliche, hier und jetzt wahrgenommene Information sein. Das ist ein Schlüssel ohne Ende, wenn das installiert ist, Heiko. Es ist jegliche Form von Zukunftsangst weg. Wenn du Udo immer sagst, morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Morgen passiert gar nichts. Du kannst eine grobe Planung, du kannst jetzt denken, dass was passiert, aber passieren im realen Sinne kann es nur jetzt. Weil alles jetzt ist. Und dann wirst du Licht, wenn das installiert ist, denkst du lichtgeschwind. Weil dann kannst du auch in Chatordnern denken, die natürlich die neuen Welten oder Möglichkeiten, die du dann auch realisieren kannst, die musst du dir aneignen, so wie man dann eben was lernen muss. Da muss man was lernen, da muss ich mir die Grundlage der Fahrersprache aneignen, die so leicht zu lernen ist. Ich glaube, ich habe vor 15 Jahren schon gesagt, wenn wir jetzt eine Schule machen würden, so eine normale Schule, was aber nie für Holofeeling geben wird, weil das dann schon wieder wie eine Sekte klingt. Das ist ein Selbstspiel, autodidaktisch. Es funktioniert nur autodidaktisch. Und dann unterstütze ich dich. Das sieht man am PC, an den Zeugen. Das ist irgendwann einmal, sagt er, jetzt muss ich mich doch hinsetzen, einmal mir die Grundlagen aneignen. Das ist jetzt Neugier. Jetzt ist richtig Neugier da gewesen. Ich habe dir so oft gesagt, alter Heiko, ich kenne die Zeichen nicht. So, Heiko, das ist nicht deine Aufgabe, du hast die Videos zu machen. Du machst das dann mal deine Arbeit und tust nicht rumblödeln mit Zeichen. Aber irgendwann wird dich das mehr interessieren und was dich mehr interessiert, wenn da kein Kaufmannsdenken mehr dazwischen ist, das merkst du doch, wo du Spaß dran hast. Mach das, wo du Spaß dran hast, das will ich. Du lernst nämlich durch Spielen, ob du jetzt am Computer mit Programmen rumspielst oder ob du dann Zeichen lernst und wie die Andrea hier, die so auf die Runen, Entschuldigung, Ruinen, Ja. sorry. Wo die über Monate sich nur auf Runen gestürzt und sagt, das ist der Wahnsinn. Kann man zwar nicht viel anfangen mit normalen Auffächern, aber man merkt immer mehr, es passt alles. Oder andere stürzt sich auf die Astrologie. Das sind ja, die Astrologie baut genau auf unsere 22 Zeichen auf. Da gibt es eine althebräische Astrologie, da gibt es bloß keine deutsche Schriften dazu. Geh auf die israelische Universität, ins Internet, dann hast du natürlich nur Hebräisch und dann kannst du dir Schriften, kannst du althebräische Astrologie, was feststellen ist, reines Holofeeling. Jetzt ist natürlich, da müssen die das doch merken. Jetzt sage ich wieder, verstehe doch endlich, Gedanken von dir werden so sein, wie du sie denkst. Erstens sind sie zuerst einmal nur dann, wenn du sie denkst. Und dann sind sie so, wie du sie dir denkst. Das, was immer so ironisch ist, drum, wirklich, es geht jetzt darum, alles, was dir der Udo erzählt, ist schon dein Wissen, dieses Pixelmännchen. Weil du träumst jetzt. Es gibt nicht so niemanden, der in dir auftauchen könnte, der mehr weiß wie du selbst, wenn du wach bist. Dann bist du aber ich. Und das heißt definitiv, du bist dir jeden Moment, ich nenne mal zeitlich, jede Sekunde deines Daseins, bist du dir bewusst, dass jetzt das nur deshalb ist, weil du es träumst. Dass du es raushebst, um dich selbst in einer unendlichen Vielfalt erleben zu können. Und du wirst immer wieder erstaunt sein, was dann noch in dir auftaucht. Und da ist wesentlich mehr möglich, wie jetzt mit einem Basic-Programm. Und den Preis ist, dass du mal auch es loslassen können, das Neue kommen. Das Neue kommen, so wie man es jetzt gemacht hat mit dem Computer. Jetzt kann man wieder sagen, die Steigerung, wo ich sage, zuerst hatte ich ja XP, Windows XP, die Grundlage, ist doch mein Christuszeichen schon. Ist dir das schon aufgefallen, wenn wir das übereinander schieben? XP ist oben. Dann können wir in die 7, die Vielheit, beziehungsweise können wir ja rot machen, die 7. Das ist der Sabbat.
Jetzt könnte ich sagen, ja, dann werde ich ja zum kleinen Gott. Das ist aber wie in der Philosophie, der höchste Stand, habe ich gesagt, Hegel, ist, jetzt denke ich mir natürlich wieder philosophische Fachleute aus, jeder, der wirklich ein bisschen mit einem Hauch von Geist Philosophie sieht, Hegel ist als Idealist der höchste Stand des menschlichen Denkens, philosophisch gesehen, was es gibt, weit über den ganzen Griechen und so weiter. Und Feuerbach, diese Schüler von, das kippt dann dieser höchste Stand, die Welle kippt um in den absoluten Materialismus. Wobei jetzt Feuerbach als Ding an sich hier, oder der Nietzsche, Gott ist tot, das sind tiefgläubige Menschen, wenn du die Privatschriften liest. Sie wollen nur nichts mehr mit diesem Gott der Religionen zu tun haben. Ich will ein Ja-Sager sein, sagt Nietzsche, zu allem, was in mir auftaucht. Ich muss die Tagebücher lesen, die kann man runterladen. Egal was es ist, ich will Ja sagen. Er hat gemerkt, das ist das Problem. Und dann das sagt ist er nur auch hier bei Feuerbach, das, was hier kritisiert wird, ist dieser vorgestellte Gott. Das sind die ersten Ansätze bei Nietzsche, dass hier definitiv, ich bin ja mehr Gott wie ein Gedanke von mir, weil ich, egal was ich denke, ich erschaffe es. Es ist doch nur, weil ich es denke, hier und jetzt in meinem Kopf. Das ist sofort überprüfbar. Aber man kriegt Angst vor sich selbst, vor der eigenen Mächtigkeit. Dann kommt die Angst, dass man was verkehrt machen könnte. Ich sage, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder machst du was richtig. Okay, wenn du immer alles nur richtig machst, bleibst du einseitig. Weil dann fällt dir die Kehrseite. Und das, was du sagst, oder du machst was verkehrt, sage ich, nein, du lernst was Neues kennen. Alles, was du verkehrt machst, sind nämlich die Stellen, wo du mit deiner einseitigen Vorstellung von richtig niemals hingehen würdest. Das ist dein Gefängnis. Etwas unlogisch zu machen, die panische Angst, was verkehrt zu machen, ist was Unlogisches wahrzunehmen, was Unlogisches, Verkehrtes zu erleben. Aber genau das Unlogische ist doch, was ich dir laufend erkläre mit den zwei Seiten. Kann ich jetzt die Brille aufhaben und nicht aufhaben gleichzeitig? Das stürzt eine materialistische, chronologische Logik total ab. Jetzt sage ich nochmal, ist jetzt ein Berg, eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Und du merkst schon, wenn ich es so mache, dass du die nebeneinander hinstellst. Aber das ist doch so. Berg übrigens, BRG, heißt immer weckten Geist. Dahl hast eine Erscheinung Gottes oder DL hast Trümmerhaufen. Je nachdem, ob man das A als Vokal rausschmeißen oder nicht. Das müssen wir die Vordersprache wissen. Und diese Veränderungen verändern nichts an dem Chat, sondern nur an deiner Perspektive. Denk an dem Hebräischen, das sieht man so schön in dem Hebräischen mit der Fokalisation, wenn ich das so oft immer erkläre. Wenn du an dieser Heiligen Schrift was hinzufügst, dann werden dich alle Plagen treffen, die in dem Buch beschrieben sind, und wenn du etwas weglässt, hast du den anderen am Himmelreich, an der Heiligkeit verloren. Jetzt ist es ja so, dass diese Schrift erst einmal zusammengeschoben ist, das ist jetzt wurscht, aber um die aussprechen zu können, kommt die Fokalisation, diese Masora-Bündchen dazu. Und in dem Moment warst du einseitig. Ich mache immer mein Beispiel mit Panim Penim. Mhm. Dieses habe ich doch so oft wiederholt. Das heißt aber, ob ich das jetzt, diese Radix, wenn ich sehe, ob ich jetzt die Panim ausspreche oder Penim, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, die in den Wörterbüchern gar nicht aufgeführt sind. Das ist ja, die Dateien sind ja unvollständig. Okay, heißt es ja Gesicht ansehen, aussehen, oder Penim heißt ein Inneres, im Innersten. Aber das, ob ich so oder so ausspreche, das ist in einem gewissen Maß, wie ich es auch wieder kegel. Da werden Bündchen hinzugefügt und in dem Moment, wo ich was hinzufüge, wird automatisch in der Vorstellung was weglassen. Merkst du auch hier, ist beides ja gleichzeitig doch. Weil durch das Hinzufügen von den Bündchen komme ich in eine einseitige Perspektive. Das heißt, die Schöpfung ist immer vollkommen, egal was es ist. Nur dein Wertesystem ist es noch nicht. Aber um einverstanden zu sein, brauche ich keinen Intellekt, sondern Mut. Liebe. Ich nenne es einmal Liebe. Die Liebe, Sachen zu akzeptieren, die mir unlogisch und verkehrt erscheinen. Diese allumfassende Liebe für jede Art zu denken.
die in mir auftaucht. Das heißt, ich muss nur mein Werde, mein einseitiges Werde- und Urteilssystem im Zaum halten. Ich schaue einfach, was ist, was der jetzt spricht. Dann kann ich, wie ich immer sage, wenn ich etwas lese, kann ich einfach einmal lesen und sagen, ich habe keine Ahnung. Und ich nehme den als ein Lehrer und ich versuche, seine Gedankengänge mitzugehen, den ich mir jetzt ausdenke als Autor eines Schriftstückes, weil er versucht ja, was zu beschreiben. Ob du einen Hegel liest oder einen Sokrates, einen Platon liest, das spielt keine Rolle, die wir uns jetzt ausdenken. Du hast eine Schrift, hast du mal eine Schrift. Jetzt ist schon die Frage wieder, wo kommt es her? Kategorie 1. Interessieren uns einmal. Ist eine Frage nach einer raumzeitlichen Person oder nach einem Ort? Wo kommt es? Wir schauen einfach die Worte und wir versuchen diese Worte, schauen wir mal, was wir da für Vorstellungen draus machen. Das ist natürlich jetzt schon wieder von dem Interpretationsprogramm von Worten abhängt. Und du wirst jetzt merken, das ist eine Vielfalt, die man extrem leicht in den Griff kriegt. Wenn ich jetzt Arndt sage, im Heiko-Programm taucht da ganz bestimmt der Arndt auf. Anders Programm habe ich so oft wiederholt. Das sind so simple Beispiele, die sind auch logisch, wenn einer zuhört. Das merkt gefühlstechnisch. Jetzt immer wieder dran denken, Figuren, die in mir auftauchen, können sowieso nichts erleben. Ich muss es begreifen. Ich, bist du schon ich? Ich habe es verstanden. Und das hast du in der Hand. Das ist keine Frage der Zeit, sondern des Loslassens. Einfach Vertrauen. Ich habe so oft gesagt, das Einzige, was ich mir von dir wünsche, das ist, ich muss mir das wünschen. Ich könnte es ja bestimmen, dass das so ist, aber das werde ich ja nicht freimachen. Da bist du ja wieder unter Zwang. Dass du mir vertraust. Und es wäre eigentlich so einfach, weil jetzt innerhalb deiner Rolle ich dir überhaupt keine Regeln gebe, was ist eigentlich das Unangenehme ist. Dir wäre es lieber, ich würde dir genau sagen, was du tun sollst. Das ist jetzt, schaue ich zum Beispiel, ich habe das Schöne, wenn du mir was sagst am Computer, jetzt rede ich als Brüssel-Udo, dann mache ich das, was der Heiko sagt, weil ich in Heiko vertraue. Ich merke natürlich, was ich gerade gesagt habe, wenn du wirklich Ahnung hast, merkst du sofort, ob der Gegenüber diese Ahnung hat oder nicht hat. Und es ist, dir bricht nichts ab, wenn du jetzt sagst, nee, das ist mehr in Nerd seine Sache, weil so tief gehe ich nicht rein, der findet da mehr rum auf der tieferen Ebene. Und ich als Udo sage, könnte ich mich jetzt schlau machen, aber ich will mich mit dem Dreck gar nicht zu, da denke ich mir lieber an Heiko und an Nerd aus, die das machen für mich. Wobei ich auf der anderen Seite sage, wenn es gar nicht geht, ist mir auch wurscht. Das ist es, wo du merkst, du wirst gelassener und das, dann wird energiefrei. Durch dieses Loslassen kriegst du jetzt, ich könnte jetzt so sagen, freie Datenplätze, wo ich jetzt durch Inspiration vollkommen neue Sachen und Ideen einspiele. Und solange du die zwei Seiten nicht verstanden hast, die du immer noch drehst, kommen dann die vier Seiten. Das ist, wo ich dann sage, kann ich nochmal, kann ich etwas sehen, obwohl ich das nicht sehe? Oder kann ich etwas nicht sehen, obwohl ich es eigentlich sehe, glaube zu sehen? Das sind immer vier, wo zwei Seiten sind, sind vier Seiten. Und du wirst in einer gewissenhaften Selbstbeobachtung zuerst einmal feststellen, dass du in der Regel zu 99,9% in der Einseitigkeit hängst. Jetzt so ein paar Kleinigkeiten. Das ist so, wie ich jetzt auch mit der Brille, wo ist meine Brille? Oder jetzt die Schuhe, meine Schuhe. Sobald du an die Schuhe denkst, hast du wieder Schuhe an oder du hast keine an. Und wenn du sie an hast, sagst du, ich habe vorher keine an gehabt, ich will sie wieder anziehen. Und wenn du sie nicht an hast, sagst du, ich habe vorher welche an gehabt und ich will sie wieder ausziehen. Das ist das Zeit. Das ist übrigens nichts, dass da was verkehrt läuft. Darum sage ich auch die Grammatik in der Sprache. Die Grammatik, ich lasse die ja vollkommen weg bei Holofeeling, weil wir wollen ja ums Jetzt reden. Grammatik erzeugt nur die Illusion von Vergangenheit und Zukunft. Wir werden das tun, wir haben das getan. Ich spreche jetzt zu dir, ich habe zu dir gesprochen. Ich sage jetzt, ich habe gestern gesagt. Und jetzt spreche ich das nochmal, ich wiederhole praktisch das im Jetzt, was ich nie gestern gesprochen habe, sondern auch jetzt gesprochen habe. Das heißt, wir machen nur ein Zeitfenster ein bisschen auf. Darum ist ja auch die Zeitdilatation. Wir haben ja eine Längenkontraktion. Das heißt, durch diese Kontraktion. Okay? Die Längenkontraktion in der bei Lichtgeschwindigkeit nach Einstein. Und die Zeit ist eine Zeitdilatation, das heißt eine Ausdehnung zur Ewigkeit. Bei Lichtgeschwindigkeit wird die Zeit ewig.
Aber die Ewigkeit jetzt, das ist wie das Bücherregal, mit denen viele Worte aus vielen Büchern verstreut in einem Bücherregal. Aber wenn ich das Bücherregal anhöre, bin all diese Worte jetzt. Das heißt, ich gehe was aus, was in mir irgendwann ausgedient ist. Du weißt, wenn ich heute sage, ich kann mir jetzt hier, früher habe ich ja immer mein Beispiel mit Rede und Laune, ich denke mir jetzt Zürich aus und ich denke mir Wien aus. Wo ist das Zürich, das ich mir ausdenke hier? Jetzt natürlich in dem Punkt. Du hast die Finger im Kopf gehabt und hast gerade erzählt von Rede und Diana. Ganz am Anfang oder war ich da schon mit drin? Nee, du hast gesagt, die denke ich Also pass mir. auf, jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt hier den Udo-Kopf mir ausdenke, das ist interessant, immer wenn du an deinen Kopf denkst, an den aktuellen Kopf, dann hüllt dich dein Kopf ein, das habe ich so oft gesagt. Dein Schädel, Augen vor dir, Haare über dir und so weiter, Hals unten. Und das Zentrum von diesem blauen Kopf, den du um dich rumsetzt, in dem letztendlich alles im Gehirn ist, mit deiner Logik vorgestellt, hat ein Zentrum und das ist das bist du, das ist das rote Ich. Das ist immer, wenn ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel die Augen schließt, schon diese Worte lassen dich an diesen speziellen Kopf denken. Das heißt, dein Programm denkt jetzt, wenn ich sage, schließe mal deine Augen, ich spreche mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört, der sich jetzt dieses Video anhört, wirst du zuerst einmal an einen ganz bestimmten, aufgrund des Menschen, der du zu sein glaubst, an einen ganz bestimmten Kopf denken. Und ich sage, schließe mal deine Augen und dann taucht dieser Kopf auf, mach die Augen zu. Und jetzt denke mal dir deine zwei Augen vor dich hin. Und du wirst jetzt feststellen, dass deine zwei Augen, wenn du die Augen, mache mal die Augen zu, der jetzt die Augen sich vor sich hin denkt, vor sich hinstellt. Du merkst jetzt diese geschlossenen, den Druck der geschlossenen Augenlider. Probier das aus. Und du glaubst jetzt, dieses kleine Gefühl, das du unmittelbar vor dir hast, ist in diesen geschlossenen, das ist ja nur so Druckgefühl. Nicht die Bilder, was du siehst, dieses Schwarz ist einmal nicht interessant. Acht auf das Gefühl. Dann wirst du feststellen, dass da jetzt für dich zwei Augenkugeln da sind. Und du kannst die bei geschlossenen Augen nach oben und nach unten drehen, wenn du nach rechts und nach links drehen. Dann spürst du das, wie wenn ich jetzt normal, als normale Logik sage, ich schaue nach rechts und nach links. Ich verdrehe meine Kugeln, diese Augen in den Augenhöhlen. Das spürst du. Aber was mir jetzt wichtig ist, mach dir bewusst, dass der, der schaut, hinter den Augen ist. Der ist hinter den Augen. Das ist das rote Ich. Und das ist immer dort. Und dann kannst du dir auf den Kopf klopfen, dann ist es über dir. Kannst du probieren. Du spürst es dann über dir. Klopf auf die Schädeldecke. Oder hinter dir. Jetzt kannst du, wackel ja mal mit den Zehen. Jetzt entstehen die Beine. Wo waren die ganze Zeit die Zehen? Wackel, die sind jetzt irgendwo da unten. Das heißt, das ist alles ausgedachte Sachen. Das verstreust du um dich herum. Und jetzt, wenn ich sage, mach die Augen auf und jetzt achte mal auf das Zimmer. Acht auf das Zimmer, was vor dir ist, dann fällt natürlich das hinter dir. Jetzt hast du, bist du wieder in ein Gehäuse. Dieses Zimmer jetzt ist letztendlich wieder kopflos. Wenn du an die Zimmerwände denkst, denkst du an den Kopf nochmal, an den Schädel nochmal, an die Augen nochmal. Weil nur das existiert, was da ist. Und es ist ein ständiger Wechsel. Aber es ist alles gleichzeitig in dem Ordner, wo du die Bilder rausholst. Ist es so schwer zu verstehen? Die Schwierigkeit ist der zweite. Der zweite zwingt dir einen Glauben auf, den du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Dass deine Augen auch dann da sind, wenn du nicht an sie denkst, diese ausgedachten Augen. Etwas Ausgedachtes existiert nur, wenn man es ausdenkt. Es denkt man aber aus sich heraus. Also gut, ich denke jetzt mir den Schädel von dem Udo um mich herum, einen Kopf mit einem Gehirn, und ich denke mir jetzt innerhalb dieses Gehirns, denke ich mir ein Zürich aus und ich denke mir ein Wien aus. Aber das, was ich mir ausdenke, ist nicht da außen. Das ist dieser Satz. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich sage immer von da draußen. Jetzt schauen wir uns das Wort draußen an. Das beginnt mit DR, die Öffnung einer Berechnung. Dale Dresch hingeschrieben von rechts nach links heißt Generation. Und außen wird ja im Deutschen mit einem scharfen S geschrieben. Das sieht aus wie ein griechisches Beta. Und jetzt hast du unser AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und das ist die Beschwörungskunst auf Hebräisch. Genau genommen die Beschwörungskunst von toten Geistern. Tote Geister sind Programme. Das ist kein Geist, das ist eine reine Jute, reine Formelprogramme.
JZR, JZR, Jozer spricht man das aus, heißt Former. Der mir die Form gibt, ist mein Jozer. Das ist mein Glaube, mein blaues Ich, mein Schwamminhalt nenne ich das. Das heißt intellektuelle Geburt einer Berechnung, JCR. Wir können aber ganz kurz, ich tue da mal den Bildschirm übertragen. Kann man doch ab Waffen mit reinsetzen. Ach, Entschuldigung, das habe ich verkehrt. JZR brauchen wir. Ich hoffe, ich bin noch da. Noch, okay. Ja. Schau, das ist jetzt Jozer für sich alleine, heißt Instinkt, das ist was Tierisches. Totalwert 300, äußere Wert 300, das ist die Logik. Okay? Atbaschwert 48 ist MCHET, MCHET heißt Mech, das ist das hebräische Wort für Gehirn. Merkst du jetzt langsam, erzeugen, das fabriziert etwas, etwas herstellen, produzieren, schaffen, logische Affen. Fragen? Nein. Wird als Vorsilbe gelesen, heißt ich werde imperfekt. Das heißt, er, Entschuldigung, er, es wird, er formt, er schuf, er bildet. Schau mal, beilet im Kind ist Ede. Das ist die Gnede. Sorry. Siehst du das, was da alles da steht? Das ja. ist so perfekt bis ins Detail alles. Es ist ein absolut präzises Computerprogramm. Wer etwas hinzufügt oder weglässt, du darfst überhaupt nichts verändern. Wenn ich an eine Internetadresse, wir können jetzt natürlich den J, ein Uno mit dazwischen machen, also ein Jo, Jozer. Jetzt kriegst du den Former, den Gestalter. Den Shin-Affen, der, schau, logische Affen öffnen, erwecken DR ihre Generationen, geöffneten Berechnungen. Und das sind dann die Urheber. Aufgespannte Berechnung ist Eber, Eber Shem, da kommt das Wort Hebräisch her. Weil das E ist He, Heber. Ja, Heiko, das raubt, ich kann es immer wieder nur sagen, wenn man das einmal verstanden hat, es raubt dir den Atem. Kamera wieder einschalten, ich hoffe, die kommt. Es macht dich sprachlos, wenn man immer wieder, darum wiederhole ich immer wieder die gleichen, es geht mit allen Wörtern der Welt. Das ist ein vollkommen neues, es gibt nur ein Wort, es ist göttlich. Aber göttlich, dieser Gott hat nichts zu tun mit den ganzen Allah und Jahwe-Geschweiß von den Figuren, von den Affen, die du dir ausdenkst. Immer dran denken, wir verfügen über das Bewusstsein, dass wir nicht zu niemandem, den wir uns ausdenken, vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Wie er jetzt von uns erschaffen wird. Er-Shin-Affen. Logisch erweckt die Affen. Das muss man machen. Ich nehme alle Schuld auf mich. Wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Zuerst einmal der, der sich's ausdenkt. Also egal, was du denkst, wie geistlos bist du noch, wenn du dir jetzt irgendeinen bösen oder einen korrupten Menschen ausdenkst und du wirfst dem vor, dass er so ist, wie er von dir ausgedacht wird? Lass das auf dich wirken. Du bist ein Schriftsteller, ein Autor, ein Zeichenerwecker. Du entwirfst eine Geschichte, du entwirfst böse und regst dich gnadenlos auf, dass die, die du jetzt erschaffen hast, böse sind. Das sind normale Menschen, so dicken normale Menschen. Ist schon wieder was Ausgedachtes. So dicke ich, das sind meine Spiegelbilder meines Programms. Ich kann an den Gedanken nur was verändern, wenn ich mein Programm verändere. So wie am Computer, wenn ich andere Bilder haben will, muss ich andere Daten laden oder dann vielleicht noch eine andere Software im Hintergrund. Weil komplexere Daten auch komplexere Softwareprogramme benötigen. Unser Thema war übrigens dann immer wieder mit den mit Programme, wenn ich dir jetzt was vorspiele, du hast da Kollektivwissen. Und wenn ich jetzt sage, wenn auf deinem Kollektivgrundprogramm, auf deinem Konstruktprogramm, was übrigens für alle Menschen gilt, die du dir ausdenkst, das heißt, wenn du was aus, jetzt dich bewusst als was Ausgedachtes setzt, musst du wissen, dass hier ein kollektives Grundprogramm da ist. Das heißt, ich denke mir jetzt einmal Menschen aus, wo ich sage, das kollektive Grundprogramm sagt, Steinpilze und Pfifferlinge
sind essbar für manche Menschen was Köstliches, für andere, die ich mir ausdenke, zwangsläufig muss es welche geben, die keine Pilze mögen, aber prinzipiell sind sie essbar. Fliegenpilz und Neunblätterpilz ist giftig. Okay? Wenn ich jetzt ein anderes Programm habe, kann es genau umgekehrt sein. Was aber jetzt nicht funktioniert, dass wenn ich sage, gut, ich glaube jetzt einfach, dass Neunblätterpilze und Fliegenpilze köstlich sind und essbar sind. Wirst du merken, wenn du das jetzt ausprobierst, das funktioniert, aber du musst das tiefere Kollektivprogramm zuerst einmal austauschen. Wenn du das jetzt alleine magst, aber dein Kollektivprogramm nicht veränderst, funktioniert das nämlich nicht. Das ist jetzt ungefähr so, wie wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt da eine schöne Datei. Ich denke mir jetzt ganz einfach, dass die Windows, dass ich das auf Linux installieren kann. Kollektiv geht es nicht. Im Kollektiv ist in der Linux-Gemeinschaft kannst du nicht einfach ein Windows-Programm auf Windows-Programm auf Linux installieren. Hast du ungefähr verstanden, was ich meine? Ja. Das ist jetzt die Frage hier. Also mach dir bewusst, was ist für ein Kollektivprogramm da. Das habe ich immer als Beispiel gemacht mit Aspirin. Aspirin ist so ein Standardschmerzmittel, wo kollektiv jeder sagt, ich nehme Aspirintablette. Und ich sage, wenn du Kopfschmerzen hast, ich habe dann immer den Udo wieder genommen als Brüssel in dieser Kollekte. Sag ich, wenn ich Kopf, ich habe ganz selten Kopfschmerzen. Wenn ich Kopfschmerzen hatte, dass die so heftig waren, dass ich nicht klar denken konnte, dann habe ich ganz einfach ein Aspirin reingeschmissen und dann sind die weg gewesen. Weil da ein Kollektivprogramm da ist. Und ich habe aber immer dazu gesagt, selbst als Udo war mir vollkommen klar, dass nicht die Tablette dran schuld ist, dass die Kopfschmerzen weggehen, sondern das Kollektivprogramm, das in mir läuft. Das ist ja das Trügerische, ist der eigene Glauben mit Grandnerwasser, mit all den ganzen Esokack bis hin zu der Homöopathie. Es ist nur Glaube, es ist wirklich nur Placebo. Krebs, Krebsgeschwüre, kollektives Wissen, dass Krebs so böse ist. Ich könnte jetzt so viele Auszüge sagen, ich habe hier in der, Marion bringt immer die Apothekerzeitung mit, was übrigens die größte, in Deutschland die höchste Auflage an Zeitungen, es gibt keine einzige Zeitung, die annähernd so eine hohe Auflage hat wie die Apothekerzeitung. Da ist ein Lobbyismus dahinter. Ohne Ende. Hab die Zahlen nicht im Kopf, aber die zigfache Auflage von der Bild-Zeitung. Jedes Monat. Da ist ein Lobbyismus, ein Milliardengeschäft dahinter, Menschen Krankheiten einzureden. Dass du diese Scheißdreckstabletten frisst, die nachweislich, wenn einer seriös ist, jetzt haben wir wieder seriöse und unseriöse Ärzte. Seriös sind nicht die Massenärzte, sondern die Nestbeschmutzer. Die sind seriös. Das ist natürlich immer eine Welt des Glaubens. Jetzt Winterzeit, Ansteckzeit, frei verkäufliche Arzneimittel gegen Grippe. Das Spiel haben wir, wenn du schaust, ich mache jetzt nur wieder aus das Internet heraus, filme hier mit Apotheken, diese Tests, dass man in die Apotheken geht, sagt, oh, ich bin grippig, ich brauche was. Was gibt dir der Apotheker? Das war so die erste Grundausstattung, glaube ich, jetzt ohne Gewähr, die Zahlen in der Größenordnung stimmen, sind ungefähr fast 70 Euro gewesen. So wie Medi-Night und was es halt so gibt. Dann geht in dieselbe Apotheke einer rein, der wird beraten, der kriegt denselben Vorschlag, kann man das nicht billiger machen? Dann ist das Ding schon runtergerauscht auf 27 Euro. Selben Wirkstoffe, zuerst einmal, es ist nachgewiesen, dass die ganzen freiverkäuflichen Kombipräparate eigentlich das Zeug nur verschlechtern. Du verlängerst, du dämpfst den Schmerz, aber verlängerst den Heilungsprozess. Die Nachteile, du musst für alles bezahlen, habe ich gesagt. Die Nachteile wiegen in der Regel bei all dem Zeug mehr wie die Vorteile. Die muss klar sein, dass eine Schmerztablette in keinster Weise eine heilende Wirkung hat. Sie dämpft nur das Warnsignal. Dadurch bist du länger krank. Das ist wieder meine Felder. Wir machen den kurzen, großen Impuls, machen wir etwas weniger, die Fläche bleibt gleich, dafür dauert es länger. Und du hast immer Nachteile. Den Vorteil musst du mit Nachteilen erkaufen. Könnte ich dir jetzt auch eine Riesengeschichte erzählen. Auf jeden Fall, dann ist man bei 27 Euro. Das war dann ja in dem Ding ist Paracetamol oder was da alles heißt mit drin oder Vitamin C mit drin. Sie können natürlich auch Vitamin C kaufen und das einzeln kaufen. Dann kriegst du die Wirkstoffe vom Markenhersteller. Dann bist du bei 27 Euro. Wenn du jetzt sagst, geht es nicht noch billiger? Ich sage immer wieder, Aspirin, glaube ich, hat 6,80 € gekostet, 6,80 € gekostet. Dasselbe Menge an dem Wirkstoff kriegst du auch für 1,70 €.
Ich rede jetzt aber nicht über Versandapotheken, sondern in derselben Apotheke. Es ist absolut, dass ich sage, Salz ist Salz. Und ob jetzt das Himalaya-Salz ist oder Meersalz ist, Himalaya-Salz mit unserer Logik ist auch Meersalz, weil das ja dieses Reichenbad Reichenhaller Salz war ja mal ein Meer. Salz ist Salz. Ich könnte jetzt sagen, destilliertes Wasser ist destilliertes Wasser. H2O. Und da gibt es kein Besser und kein Schlechter. Das ist die Werbung, dieses Aufblasen. Kleines Beispiel, pass auf. Meine Mutter im Altersheim, da juckt die Haut so, da ist die Haut so trocken. Dann verschreibt dir der Arzt Euro-Schwarz. Wie heißt das Euro? Urea, das Urea, ja schon, das Euro, die Creme, was? Eucerin, pass auf, Eucerin. Schau mal nach, was Eucerin kostet. Der Wirkstoff drin ist Urea. Dass das nicht juckt, ist übrigens Urin. Und zwar ist da 10% Urea drin. Das ist einfach nur eine Salbe. Ich sage jetzt einfach mal, das Ding, da kostet dann die Flasche 17 Euro. Wenn du das Sebamed kaufst, ist auch 10% Urea. Da kostet die Flasche dann keine 17 Euro mehr, sondern 6,98 Euro. Wenn du Baela nimmst vom DM oder vom Rossmann, da ist auch 10% drauf, 15% sogar Urea von dem eigentlichen Werkstoff drauf, dann kostet es ja nur 2,95 Euro. Und jetzt hat die Maus beim Hautcreme, Standard-Hautcreme, auch mit 10% Urea, also mit dem eigentlichen Werkstoff für 1,80. Meinst du, dass die für 17 Euro ein Hauch besser ist? Selbe Spiel, Schmerzen, Voltaren, alles, was der Arzt verschreibt. Voltaren, 24 Euro, 180 Gramm. Du kriegst exakt denselben Wirkstoff, wo wir uns jetzt ausdenken natürlich. Du kriegst dieselbe Tube auch für 7,20 Mark. Steht bloß eine Voltaren drauf. Alles, was der Arzt macht, Markenartikel. Dann gehst du zum Zahnarzt, dann kriegst du natürlich Ariola, kriegst du ein Pröbchen, hat ja mein Zahnarzt empfohlen. Wieso empfiehlt er dir das? Wieso gibt er dir so kleine Pröbchen mit? Weil du halt die Tube für 4,50 Euro kaufst und das Zeug ist unterm Strich kein bisschen besser, wie wenn du beim Aldi dieselbe Menge für 42 Cent holst. Das sagt die Stiftung Warentest. Das ist Sonnenmilch, dasselbe in grün. Es gibt halt bei so Hautcremes oder was gibt es eine sinnvolle, rein Lebensmittel, Entschuldigung, kosmetisch sinnvolle Mischung, eine Standardmischung. Das sind jetzt die Hautcremes oder die Sonnenmilch beim Aldi oder beim Lidl. Da ist alles drin, was eigentlich sinnvoll ist und alles, was drüber geht, ist Werbung. Das bläht sich auf das 200-, 300-fache auf. Wenn du natürlich Lacoste kaufst, kostet dann das 50-fache. Und wir leben in diesem Wahnsinnssystem. Und jetzt betone ich, da läuft nichts verkehrt, es ist bewusst erschaffen. Ich frage mich, wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du sagst, jetzt ist es durch, ich spiele das nicht mehr mit. Ich kann nur wieder Paracelsus, ich müsste mal hersuchen, dann zeige ich es dem Original. Jetzt denke ich natürlich bewusst raumzeitlich. Ich habe ja hier die Original Paracelsus Hufersum Gesamtaufgabe vor 1500 etwas, Fotokopien, jetzt immer ausgedacht, das Original liegt in der Dombibliothek in Braunschweig, die größte Paracelsus-Sammlung, Originale 1:1 Faksimile. Und er sagt, alle Krankheiten, die in euch auftauchen, kommen von Gott, weil alles aus Gott entspringt, der in euch ist. Das ist dieses rote Ich, die innerste Kandern, diese drei, UP, Ich, Ich. Das ist die Trinität in dir. Und alles, dann kommen die Schichten um dich rum. Wie Zwiebelschalen aufgebaut. Was natürlich das Ganze sehr interessant macht, wenn mir jetzt nämlich reingeht, wo es heißt hier, Gott schuf den Adam in seinem Ebenbild. Das habe ich so oft erwähnt. Da steht B, Zellem. Zellem heißt Ebenbild. Kann man ja ganz kurz einmal den Bildschirm übertragen. Du musst aber immer wieder, wenn was sagen, wenn ich im Bildschirm übertrage. Ja. Weil, wenn das mir nämlich weggeht, schau, das ist erst einmal Zellem. Ach, verdippt. So rum. Hast du? Mhm. Schau, das ist einmal ein Abbild. Ein Bild, ein Ebenbild. Und die Fotografie natürlich hier fotografieren. Interessant, ab heißt Vorder, heißt aber auch Aufblühen. Beilet heißt im Kind. Das heißt, ein Aufblühen im Kind oder der Vater ist im Kind. Mhm. Beilet, der Vater ist im Kind. Dann haben wir Eben, das heißt, der Ex-Ben, können wir lesen.
im Bild, das ist Zelem. Jetzt ist aber interessant, Zell alleine heißt Schatten. Das ist die Geburt von Licht, das ist unser blaues Licht, das man wieder verkehrt. Bin ich denn heute nasch? So, Zell ist der Schatten. Schau, das ist auch eine junge Schlange. Denk an Wellenberg, Wellendal, an Hell-Dunkel. Hell-Dunkel ist immer gleichzeitig da, sonst hast du ja keinen Kontrast. Abkürzung Schatten, es muss sein. Es muss so gelesen werden. Es muss so sein. Gut? Wenn wir ein M dahinter machen, das ist jetzt übrigens, hier habe ich nochmal was auf Zell aufbaut. Mit einem B hinten ist es Kreuz, die Schatten, die beschattete Fläche, das Ebenbild. Wenn wir ein M dahinter machen, ist es das M als Suffix gelesen, ist ein besitzanzeigendes Fürwort, und zwar in Bezug auf Männer. Das heißt, die Geistesfunken, ihr Schatten. Zellem heißt eigentlich auch ihr Schatten. Immer wieder mal sagen, siehst du das? Wörter unbestimmt drinstehen. Das ist die Geburt von Licht. Ihr Schatten, siehe Zell, maskuline Mehrzahl, das ist die M-Endung. Das ist der Schatten der Männer, der Geistesfunken. Mann wiederum schreibt sich Aishim, die Männer. A ist der Schöpfer, Ish ist die Gestaltwerdung des Meeres. Kannst du mir verfolgen? Okay, das heißt ihr Schatten, und das B als Vorsilbe gelesen heißt Im. B, Zellem. Die Dora übersetzt es mit ihr Ebenbild, im Ebenbild, im Ebenbild. Das heißt aber auch in ihrem Schatten. Gott schuf den Adam, schau her, in mit, in dem eigenen Bild, in seinem eigenen Bild. Er schuf den Adam in seinem eigenen Schattenbild. Bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Das ist das Ebenbild, Bezellem. Das ist jetzt, er schuf den Adam in seinem eigenen Abbild. Du bist der Adam, du bist Denker und Ausgedachtes, aber wenn du dich erschaffst, denkst du dich jetzt als den, der vor dem Computer sitzt. Das ist, da wird es perfekt beschrieben. Das ist eine reine Beschreibung von Holofeeling, wenn du das richtig übersetzt. Und ich mache jetzt keine willkürliche Übersetzung, sondern ich schaue nur, was in den Wörterbüchern drin steht. Jetzt für dich, dass du merkst, dass da nicht irgendwas zusammenfantasiert ist. Was zusammenfantasiert ist, ist die Theologieprofessoren, die dir das übersetzen. Das ist zwar auch ein bisschen richtig, weil jeder recht hat, aber das ist extrem irreführend. Das geht bei den 10 Gebote los oder bei vielen Sätzen, wo ich dir sagen könnte, wo eigentlich schon rein grammatikalisch das verkehrt übersetzt ist. Das wird dann halt einfach hingebogen. Und jeder übernimmt das. Dass ich sage, wie wenn du Physik studierst, da sind viele Sachen unklar, und dann machst du einfach Folgendes, du plapperst es nach, was die hören wollen, dass du die Prüfung bestehst. Da hängst du schon drin, dann wird es dein Grundkonstruktprogramm und dann bist du schon in der Falle reingetappt. Und jetzt bitte kümmere dich nicht so sehr um die, die du dir ausdenkst. Du musst jetzt wirklich einmal anfangen, auf dich selbst zu achten, auf etwas, was nicht gedacht werden kann. Darum sage ich ganz Holofeeling, ich erkläre dir zuerst, was du bist. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Kannst du sofort überprüfen. Denk einmal an dich selber. Dann taucht die Information in dir auf. Das bist aber nicht du. Das, was du zu sehen bekommst, bist nicht du. Du bist der, der schaut. Aber sobald du dir jetzt, ja, ich bin der schaut, denkst du ja schon wieder an was. Und wer denkt sich den an, der das ausschaut? Ja, jetzt sind wir in der Reihe, die ich so oft anspreche. Und Geist wird irgendwann einmal, wenn dein Geist die Reife hat, wirst du darauf reagieren, wird dir das bewusst werden, was ich dir erkläre. Und wenn du jetzt das versuchst, anderen zu erklären, versuchst du schon wieder einen Gedanken an einer vergänglichen Erscheinung was zu erklären. Ich erkläre dir, was ewiges Dasein bedeutet. Und das kann nur jemand verstehen, der ewig ist. Also nie irgendetwas, was existiert. Das ist auch so ein Satz, wo ich tausende Male wiederholt habe. Und das hört man, das ist dann irgendwie logisch, aber es nützt nichts, wenn es logisch ist. Es muss geistreich werden. Ein Geisterreich, in dem du dich selbst befindest und dich vervielfältigst. Das ist dieses Ich bin du, du bist ich, wir sind alles. Das sind diese 8 Bände. Das baut genau chronologisch auf. Und dann, wenn du anfängst, dich zu heilen, dass du jetzt anfängst, nicht die Einseitigkeit, die immer mehr bewusst zu machen, dass da immer noch die andere Seite mit da ist, dass du natürlich einseitig bist, wenn du jetzt vor dir den Computer hast,
dass natürlich da auch ein hinter dir gibt, das du in dem Moment auch sehen kannst, aber in dir, hinter, hindern, dann kannst du deinen Kopf drehen, D-R-E-H-N. Schau mal, das, den Kopf drehen. Da haben wir schon wieder unsere DR draußen. DR, die geöffnete Berechnung, ist eine Generation. Und das ist, drehen heißt D-R-E-H-N. Das ist eine E-Existenz. Die ist immer verbunden. Merkst du jetzt langsam, wieso Deutsch in allen Sprachen der Welt Vatersprache heißt, Gottessprache heißt? Weil nur Gott kann dir verdeutschen, verdeutlichen. Deus, Deus, Deutonen. Wir selbst, wie wir funktionieren. Und dann rede ich nicht von dem blauen, ausgedachten Deutschland. Das ist eine andere Ebene. Wir reden jetzt wirklich von einem vollkommen neuen Bereich, was man im Normalen des Jenseits nennt. Jenseits der Vorstellung. Weil jetzt fängst du an, Sachen denken zu können, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Was stellst du dir vor, wenn du an deine Küche denkst? Die Küche ist ein Ordner. Wenn du dir was vor dich hinstellst, ist es immer eine Facette aus dem Ordner. Versuche mal, die komplette Datei auf den Bildschirm zu bringen. Ja, dann kann man wieder einen Splitscreen machen mit, meinetwegen beim 500-Seiten-Buch mit 500 kleinen Bildern. Aber dann kannst du nichts mehr lesen. Man muss dich wieder rein fokussieren und einen rausziehen. Merkst du, das erklärt dir die Welt. Das erklärt dir die Welt. Und ich merke, es lebt sich viel leichter, umso mehr man nicht mehr das Bedürfnis hat, seine Mitmenschen damit zu beglücken. Und ich habe ein paar Mal gesagt, verstehe es, wie du es jetzt willst. Diesen Zwang zu glauben, ich müsste irgendjemanden von mir retten, hat mir sehr oft das Leben gekostet. Als Udo mache ich den Fehler nicht mehr. Ich war nicht mehr müde, die Geistesfunken, die ich jetzt im Visier habe, diese Handvoll, und du gehörst dazu. Du gehörst hundertprozentig dazu. Und wenn du es in dem Leben, in dem Buch nicht schaffst, dann machen wir es im nächsten Buch. Du kannst es aber in dem Buch schon schaffen. Das Buch läuft deswegen noch weiter, und zwar jetzt. Du musst mir nur vertrauen. Vertrau den Worten, und das wiederum hängt davon ab, wie mächtig ist noch dein Ego. Der zweite, der permanent sagt, das stimmt nicht, das geht nicht, ich darf doch nicht, ich kann doch nicht. So beginnt übrigens, ich bin du. Da ist ein Ich in dir, der sagt, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Ich. Wer bestimmt jetzt das? Wenn der PC sagt, das verstehe ich nicht. Ich sage jetzt, mach dir mal Gedanken, wer bestimmt, dass du das nicht verstehst. Was habe ich jetzt gesagt, PC? Ich habe gesagt, wenn du nicht an Schneewittchen denkst, existiert kein Schneewittchen. Ist logisch. Wenn du nicht an deine Tochter Esther denkst, existiert die Esther nicht. Ja, die ist doch jetzt im Kindergarten. Ich sage, nee, das ist jetzt ein Gedanke von dir. Genauso wie der Schneewittchen. Das verstehe ich nicht. Da gibt es nichts zu verstehen. Wenn du jetzt zuhörst, ich habe nur das beschrieben, was in dir in ständiger Form abläuft. Hat dann nichts mit Glauben zu tun. Das ist eine vollkommen wertfreie Beschreibung von dem, was hundertprozentig ist. Und ich bin nur in den ersten Bändes, was wirklich, wirklich ist. Nicht nur ein logisches Konstrukt, das natürlich auch nur jetzt ist, wenn ich es denke. Und dann kommt das heliozentrische Weltbild, die Erdkugel, die Atome, die Viren, die Krebsgeschwüre. Es sind Schöpfungen von dir aufgrund deines Kollektivprogramms. Ohne Geld geht es doch nicht mehr. Dir wird der Wahn, wenn du die Leute hörst, auch das ganze Spiel hier jetzt mit Erdkugel retten, Klima retten. Es sind alles Fanatiker, junge Fanatiker. Die Greta ist ein Fanatiker, die gegen die Greta sind Fanatiker. Die Katholiken in ihrer Riesenscheinheiligkeit, die Christen sind Fanatiker, von wegen, dass die meine Gebote halten. Liebe deine Feinde. Da kann ich dann tausendmal sagen, bring mir einen Christen, der keine Feindbilder in sich trägt. Und wenn es bloß diese symbolische, berühmte, offene Zahnpasta-Tube des Lebenspartners ist, mit dem er zusammenlebt, wenn man einen hat. Das sind Feindbilder. Und dann wird dir bewusst, wie weit du von diesen allumfassenden Einverstand sein, wie weit du von der roten Liebe weg bist. Und deswegen muss man nicht ein Arschkriecher und ein Jornarmensager werden. Auf der unteren Ebene der Perspektiven kann man sehr gern immer wieder mal Veto sorgen. Ich sehe das anders, weil wir auf der Welt der Einseitigkeiten sind. Was nicht heißt, dass die Seite, die du beschreibst, deswegen falsch wäre. Das heißt, wenn ich jemanden ins Wort falle und oft sage ich, halt im Mund, ich weiß, was du sagen willst, kannst du mir das ab, ich gebe dir gleich die Antwort.
Das ist es, das gibt dann Frieden, einen unendlichen Frieden. Und Frieden ist ja Pri, die Frucht des Paradieses. Free ist Pri, ist die Frucht, das Erzeugnis. Das Erzeugnis ist auch erzeugen. Der Zeuge ist etwas, einer, der etwas anschaut. Also wo du dir hundertprozentig sicher sein kannst, dass du der bist, der all das anschaut, was in dir auftaucht. Egal, wo du dir es hindenkst, es ist hier und jetzt in deinem Kopf. Und die Spekulationen, die du jetzt hast aufgrund von Hochrechnungen mit einer Logik, die du zum Denken benutzt, das sind Spiegelungen. Spekulum. Beginn mit SB. Raumzeitliches Wissen, das ist das hebräische Wort für Welle. Sof. Welle wiederum ist ein doppelt aufgespanntes L mit 70 geschrieben. Entweder doppelt aufgespanntes Nichts, wenn wir das L mit 1 schreiben und wenn wir es mit 70 schreiben, ist es etwas Hochgehobenes und das heißt auch Joch. Das ist ein Joch. Du merkst, es wird Deutsch und Hebräisch, diese zwei. In der Kombination, die machen es aus. Ich nenne es immer die Tür, eine geheimnisvolle Tür in eine andere Welt, brauchst du einen Schlüssel. Du musst wissen, wo die Tür ist, dir nichts, der Schlüssel nichts. Das kann jetzt ein Code sein, ein Zahlencode. Das kriegst du dann auch immer, den Codeschreiber, wenn wir jetzt eingeben. Wirst du wieder bei UB landen, der den Code entworfen hat. Und dann, wenn man das immer wieder wiederholt, merkt man irgendwie, oh, das ist so viel Zufälle, kann es überhaupt nicht geben. Ich kürze das immer ab, dass ich sage, ich scheiß dich mit Zufällen zu und du siehst nicht, was ich dir eigentlich zeige. Ich kann dir die Nase nur 2 Zentimeter über die Scheiße halten und wenn du dann immer noch nicht riechst, was stinkt, dann kannst du da nicht anders. Irgendwann ist auch hier ein Punkt erreicht, wo ich sage, da ist Hopfen und Malz verloren. Der darf noch etwas auf sich einprügeln, einige Leben. Aufgrund von Sturköpfigkeit. Aber es wäre eine traurige Schöpfung, wenn es darum ging, dass du jetzt Hebräisch oder Holophiling die ganzen Schriften auswendig lernst. Verlangt keiner von dir. Habe ich noch nie verlangt. Toleranz verlange ich. Gegenüber anderen Meinungen. Loslassen lernen. Okay, Heiko, jetzt lassen wir es gut sein. Machen wir. Mach was draus. Aus deinem Dasein. Wir werden noch ein bisschen an uns arbeiten. Du weißt, ich bin immer im Hintergrund, bin immer da. Ciao. Tschüss.